Und ich behaupte jetzt mal, dass ich echt nicht schlecht bin. So, mal gucken, ob wir die so schaffen. Und ich bin tot. Kann es sein, dass ich die irgendwie nach links locken muss? Und ich bin tot. Ernsthaft, was war das jetzt? Ach, da kommt das Ding runter. Oh. Wow. Da ist jetzt. Jetzt kommt auch noch Suppe aus dem Boden. Keine Chance, ne? Keine Chance. Meine verfickte Kamera nicht. Mann, das regt mich auch immer auf hier, der Scheiß. Was das immer soll, frage ich mich. Was lügt das Programm hier rum? Von wegen offline. Du bist doch online. Boah, das geht mir so auf die Nerven, ne? Und ich bin ein One-Hit. Jetzt aber nicht mehr. Ha! Wow! Achso, die. Ja, die liegen noch da. Wow. Aua! Ich hab jetzt gedacht, die springt weiter. Ah, jetzt kommt der Hermes. Wartet mal. So, wenn es so weitergeht, frage ich mich, wie oft uns bei diesem Bossfall jetzt noch jemand unterbricht. Und da hat mich einer erwischt. Nur mal zum Vergleich, ne? Ich habe das früher ohne Ding gemacht. Ich habe das früher ohne. Und ich bin tot. Ich habe das früher ohne Dreifachsprung gemacht. Alter, man hat echt keine Chance gegen die. Die ist so fett und riesig. Wo hat der hingeschossen? Warum schießt das so ein Blödsinn zusammen? Ihre blöden Kinderrufungen regen mich richtig auf. Weil die machen mich. Man hat sowieso schon kaum eine Möglichkeit, gegen die anzukämpfen. Und dann ruft die auch noch immer ihre blöden Kinder. Mann, ey. Ist aber auch so beschissen, man weiß nicht genau, wo ihre Range ist. Macht mir jetzt ihr ganzer Körperschaden oder nur ihre Beine oder nur ihr Kopf? Was war. Okay. Ach Mann! Ey, die mit ihren verdammten Angriffen, was soll denn das? Jetzt kann ich nur wieder durchlaufen. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich verstehe manchmal echt nicht, wie der Zusammenhang ist. Oh. Man kann auch gar nicht entkommen von diesem blöden Angriff. Aber auch beschissen gemacht, dass man immer nur drei so Dinger kriegt. Wie soll man denn da entkommen? Ich bin gar nicht schnell genug dafür. Halt. Man kann das auch gar nicht abstoppen. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, pass auf, wir machen das anders. Was ist das denn jetzt? Der hat gar keine richtige Reichweite. Oh, ich weiß schon, warum ich den anderen bevorzugt habe immer. Und ich bin tot. Keine Chance mit dem, Alter. Macht ja dann mit dem Angriff auch gar keinen Schaden. Okay, so funktioniert es dann doch. Und ich bin natürlich tot. Warum? Ich soll es doch anders sein. Ja, nee, ist klar. Was ist das denn, Alter? Wie sollen wir denn die besiegen, verflucht nochmal? Sag mal! Bisschen AOP bist du schon, oder? Ja, sag mal, man hat eigentlich gar keine Chance gegen die. Ich habe auch halt einfach einen Slot zu wenig. Ich bräuchte genau einen Slot mehr. Was zum? Jetzt bin ich auf der linken Seite gewesen von ihr. Jetzt bin ich auf der rechten Seite von ihr. Sag mal. Kannst du nicht mal entscheiden, wo du mich hinhaben willst? Warum war ich jetzt auf der rechten Seite von ihr? Ich war doch links. Und jetzt ist wieder dasselbe. Alter, was hat denn die für ein Aimbot gefressen, ey? Sag mal! Was hat denn die für eine Hitbox? Ah. Alter, was hat denn die für eine fette Range? Und für eine fette Hitbox? Wie soll man die denn besiegen, ey? Alter, und meine Angriffe gehen nicht, weil meine verdammten Tasten spinnen. Und ich bin wieder tot. Sag mal. Ja, jetzt macht es mir Schaden, wenn ich durchlaufe. Ich check das nicht. Ich check dir ihre Hitbox nicht. Jetzt macht es mir keinen Schaden, wenn ich durchlaufe. Ah, Mann! Man kommt auch gar nicht von diesem scheiß Angriff weg! Ja, nee, ist klar.
Boah, fünfmal getroffen! Fünfmal getroffen, weil ich einfach nur nicht wegkomme! Und jetzt kann ich nicht angreifen, weil ich keine scheiß Angriffspunkte mehr habe. Oh, wegen Anfall. Jetzt greift ihr die verfickte kleine Spinne an. Ich will die kleine Spinne nicht angreifen. Alter, was hat denn die für eine Hitbox? Man kriegt echt keinen Fuß auf den anderen. Jetzt kriege ich wieder Schaden, wenn ich durch sie durchlaufe. Was war das? Wieso hat er mich getroffen? Natürlich. Wo kommt jetzt die Spinne her? Und ich bin tot. Natürlich. Na komm. Fick dich, du blöde Spinne. Fick dich. Man kann die halt auch absolut nicht killen. Boah, Mann, Alter. Von 100 Angriffen entkommt man allerhöchstens mal einem. Habe ich irgendeine Mechanik nicht verstanden von der Scheißspinne? Und ich bin natürlich tot. Weil wie soll es auch anders sein? Ich habe ja keine Chance anders. Und jetzt kommt er natürlich direkt mit dem Blöd an. Die hat aber auch kein richtiges Muster. Was ist das denn gerade für eine Scheiße? Die hat auch gerade gar kein andere. Die hat auch gar kein Muster gerade. Die macht keine Pausen, dass ich sie angreifen kann. Oh oh. Keine Chance. Na, man hat einfach zu langsam. Da, jetzt greift sie mit was anderem an. Ich war jetzt auf die Bodenwellen gefasst. Jetzt kommt sie mit diesem blöden Angriff. Ey, ohne Scheiß. Was ist das denn für ein Boss, Mann? Warum sollte man auch dem Spieler eine Chance lassen, Alter? Vor allem, man kriegt schon Schaden, wenn die einen nur berührt. Und jetzt bleibe ich an der scheiß Wand hängen. Die kleinen Spinnen können meinen Angriff durchbrechen. Ja, holen wir noch 20 Gegner dazu. Warum sollte man dem Spiel auch irgendeine Chance lassen? Und natürlich greift er jetzt die ganze Wand an, weil warum sollte man jetzt auch anders machen? Sag mal, noch unfairer geht der Boss auch nicht, oder? Das Spiel ist so schön, aber da müssen sie so einen verfickten Boss einbauen, der einfach komplett OP ist. Man hat auch überhaupt keine Chance, gegen den blöden Boss irgendwas zu machen. Der greift immer in die Richtung an, in der man ist. Und ich bin tot. Und ich komme gar nicht dazu, mich zu heilen. Und dann geht mein scheiß Controller auch wieder nicht, weil er mitten in der Heilung den Angriff unterbricht. Natürlich greift sie die gesamte Wand an. Die greift nicht nur die Stelle unten an, sondern sie erwischt mich auch in der Luft. Wäre anders ja auch zu einfach. Und ich bin wieder tot. Alter, was soll ich denn gegen die machen? Hallo? Ich habe angegriffen. Hallo? Greif an! Warum greift er nicht an? Und dann trifft er mit dem Scheißangriff auch nicht. Okay, der Angriff bringt absolut gar nichts. Damit komme ich nicht weiter. Der hat halt auch kein Muster, dass der sagt, okay, er greift jetzt so an, jetzt greift er so an und jetzt greift er so an. Nein, er greift komplett random an. Und natürlich greift er mich wieder mitten in der Luft an. Alles andere wäre ja auch unfair, ne? Sag mal! Man kommt auch über die Dinger gar nicht drüber! Jetzt reicht's mir. Ja, nee, ist klar. Anstatt einen Angriff einfach mal so, ja. YOLO, ist ja auch egal. Boah, dieser Angriff ist halt auch so krank. Und schon wieder Schaden genommen. Gerade erst geheilt. Selbst mit dem Angriff hier, wo man den Angriff zurückschleudert. Die macht ja da... Wenn sie da doch wenigstens Schaden kriegen würde, dann würde man wenigstens versuchen, die ganze Zeit den Angriff zu reaktivieren oder so ein Scheiß. Aber keine Chance. Die macht halt auch ihren eigenen Viechern keinen Schaden. Ich weiß noch immer, dass ich es lächerlich fand, wenn der Gegner seinen eigenen Leuten Schaden zufügt. Aber ich kann jetzt auch verstehen, warum das so ist. Alter! Dann vor allem, das bleibt mir doch so eine scheiß Grütze am Boden, dass man auch ja nicht nein laufen darf. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ey, ich krieg 100.000 Schaden in der Sekunde. Vor allem, ich hab das schon mal geschafft. Zweimal sogar schon. Natürlich macht sie ja auch noch so eine Schockwelle, wenn sie am Boden auflandet. Es reicht ja nicht schon, wenn sie die ganze Zeit so komische Schockwellen macht. Und hier macht sie natürlich wieder über die ganze Wand Schaden. Weil es reicht ja nicht, wenn sie nur am Boden Schaden macht. Boah, Alter, ne? Eine verfickte Chance hat man da. Und ich behaupte jetzt mal, dass ich echt nicht schlecht bin. Jetzt ruft sie ihre Kinder direkt am Anfang. Boah, verreckt doch alle. Man kann halt auch nicht durch sie durchlaufen. Weil ich so viel Fluchtschaden mache mit ihren Füßen. Und hier bleibt immer diese Grütze noch übrig. Als würde das nicht schon reichen, dass die mit so einem Drecksbodenangriff die ganze Zeit so einen Ultra-Flächenschaden macht. Ja, jetzt kann man natürlich nicht durch sie durchlaufen. Oh,
Boah, das ist knapp. Ja, man kommt auch gar nicht weg. Was steht hinter mir einer? Victor, steht jetzt hinter mir einer. Wo kommt jetzt der her? Boah, das ist so eine perfekte. Wo kommt jetzt? Da waren zwei. Wie soll man die bitte schaffen? Was ist das für eine... Vor allem dieser Blitz, ne? Wenn der Angriff wenigstens Schaden machen würde. Aber nein, der macht ja keinen Schaden. Wäre ja auch zu leicht, wenn der auch noch einen Schaden machen würde. Natürlich, wenn es in der Luft ist, macht man keinen Schaden an ihr. Ja, ist schon klar. Oh, was zum... Wieso rennt da die verfickte Wand hoch? Ich muss mich doch bloß hinstellen und hochrennen. Halt! Halt! Boah! Boah! Das ist eine perfekt unfaire Scheiße. Und man muss halt immer wieder neu anfangen. Man hat keine Chance. Man kann diesen Angriff hier kann man nicht einsetzen, um sich zu verteidigen. Zumindest gegen die ganz verdrecksten Viecher. Und dann hatte ich so einen hundertprozentigen Flächenschaden, wo man keine Chance hat, dagegen was vorzugehen. Boah, Alter! Hast du vielleicht vor, mir auch eine Chance zu lassen, dich zu besiegen? Boah, Alter! Keine Chance, ne? Gegen heilen, gegen heilen, gegen heilen! Oh. Unfassbare, unfaire Scheiße. Ja, na klar! Ich war auf der rechten Seite, nicht auf der linken! Vor allem der Kopf ist auch zum Teil so hoch, dass man die auch gar nicht angreifen kann mit dem normalen Schwert. Eine Chance, ne? Oh. Komm schon. Oh. Komm schon. Diesmal hab ich dich. Oh, Mann! Der Schaden, der da auch zum Teil einfach rumkommt. Keine Chance, ne? Ich behaupte jetzt mal, dass ich echt nicht schlecht bin.